Leute, die erste Folge vom Werkstattumbau ist abgedreht. Es war Sisyphos, sein Vater. Wir hatten Höhen der D-Mark, wir hatten Tiefen, ob das Schimmel ist oder irgendwas. Und es sitzt auch relativ fest. Wir hatten alles Mäusespuren. Vor allem hatten wir sehr, sehr viel Vorarbeit, Sisyphos-Arbeit, bis wir die erste Ständerwand überhaupt setzen konnten. Aber schaut einfach mal selbst. Wir legen direkt los. Ich habe schon ein bisschen was gemacht. Hier habe ich schon ein bisschen was reingepackt. Das ist jetzt das, was die nächsten Tage immer so zwischendurch ansteht. So losen Kram aus der alten Werkstatt. Zusammenpacken, hierher fahren, zusammenpacken, hierher fahren. Denn nächste Woche, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit, kommt ihr ja, also ein paar von euch und noch ein paar YouTuber-Freunde. Ach du Scheiße, bring damit was bei mir Liebe. Darf ich auch mal Liebe machen? Und da möchte ich natürlich, dass wir nicht irgendwie meinen ganzen Klimbim zusammenpacken, sondern dass wir richtig was schaffen. Apropos schaffen, nicht so wahnsinnig furchtbar interessant, aber durchaus wichtig, dass wir es gemacht haben. Wir haben die ganzen Heizungsrohre jetzt nochmal mit dieser komischen Stoffisolierung verkleidet. Vorher noch zwei, drei Stolpersteine, denn hier seht ihr, es ist eine Erhöhung. Ja? Hier war ein Rohr, hier ging ein Kabel hin für eine Maschine. Hier das gleiche, hier sieht man es richtig gut. Das müssen wir abflexen, das müssen wir wegmachen, denn hier standen früher überall Druckmaschinen. Ich habe vom Robert mir mal Fotos zeigen lassen. Wenn ich die Nummer bekomme, blende ich euch das ein. Eine richtige Druckerei für Zeitung, für Prospekte und alles. Und das Coole ist, schaut mal auf den Sicherungskasten, könnt ihr das lesen, hier steht Ryobi. Und ich habe auch mal geschaut, Ryobi stellt auch immer noch, glaube ich, Druckermaschinen. Also so richtige professionelle Druckmaschinen. Geil. Gut, jetzt fangen wir erstmal mit den Rohren an, die müssen nämlich weg. Danach zeige ich euch eine richtig geile Sache, die ich schon entdeckt habe mit dem Robert. Hier geht es jetzt im Übrigen mit was los, was sich durch dieses ganze Video ziehen wird, denn ich denke immer wieder, ja komm, mal eben 5 Minuten, 10 Minuten was gemacht und dann kannst du endlich anfangen zu ständern, nix da. Ja, allein schon diese Rohre rauszuholen, hat wesentlich länger gebraucht, als ich dachte. Mit der Flex das Ding abgeschnitten, dann versucht das irgendwie rauszuziehen, gemerkt, ach Mist, ist doch zu weit einbetoniert, musst du nochmal ran, musst du nochmal von der anderen Seite. Ja, dann hast du natürlich auch das Problem, auf das wir später noch kommen werden. Wenn du da was aus dem Boden holst, da ist dann ja dann ein Loch oder eine Delle. Was machst du denn später mit dem Fußboden, den du da drüber legen musst? Das heißt, das musst du doch wieder irgendwie verfüllen. Dann denkst du, ach komm, ich schleife das glatt. Das funktioniert auch alles nicht. Also das andere hat gut geklappt, hier habe ich ein paar Probleme. Das passt mir nicht so ganz. So gut kommen wir da jetzt nicht ran. Das muss ich mir noch mal überlegen. Aber dann machen wir derzeit erstmal was anderes. Vielleicht hole ich mir irgendeinen Meißel und wir holen das komplett raus. Ich weiß es noch nicht. Das Ding ist nämlich bei dem Zeug, das ist, aua, keine unerhebliche Arbeit. Das sieht jetzt wieder so ein bisschen nach Pillepalle aus. Aber wenn ich dann später die Werkbank hier habe und will hier drüber fahren, sollte das so plan sein, dass ich zumindest die Easy Floor fließen. Sag das fünfmal schnell dann in der Easy Floor fließen. Hier drüber verlegen kann, ohne dass ich da so eine Kante habe, wo das hängen bleibt. Ich zeige euch aber erstmal eine positive Sache. Und zwar haben wir rausgekriegt, dass diese Verkleidungen hier hohl sind. Wer hätte es gedacht, was darunter ist, ist aber eigentlich das Schöne. Das haben wir dort schon mal ein Stückchen freigelegt. Und zwar, wie man hier unschwer erkennen kann, haben wir einen richtig fetten, massiven, ich nehme mal an, Fichtebalken. Wir werden später nochmal gucken. Seht ihr das hier? Ich weiß nicht, was das ist. Sieht aus, als hätte jemand versucht irgendwie, oder vielleicht seine Initialien hier, so ein C-Punkt. Das ist nicht von mir, hier reinzunageln. Das muss schon älter sein. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal, ich bin ja so ein visueller Mensch, ich brauche sowas manchmal, das hier alles schön freilegen. Der. Und dann schauen wir mal, ob wir die noch schleifen. Und so ist natürlich eigentlich nur Makulatur. Brauchen wir überhaupt nicht. Aber wenn wir es schön haben können, warum sollen wir es nicht versuchen? Und lieber mache ich jetzt den Dreck, als am Ende. Wenn eigentlich alles fertig ist, dann fange ich an, das rauszureißen. So, los geht's. So, jetzt kommen wir zu einem Punkt, vor dem ich ein bisschen Angst habe, weil ich mich kenne. Ich werde jetzt mal einen Testschliff machen und wenn mir das dann halt gefällt, das sieht ja so schon gut aus, dann kenne ich mich, dann werden wir nicht nur alle Balken freilegen, sondern auch alle Balken anschleifen und ölen. Aber ich muss auch einmal sehen, wie es geschliffen ist. Ich kann nicht ohne, versteht ihr? Ich muss es probieren. Müssen wir da jetzt viel zu sagen? Scheiße, sieht gut aus. Oh.
warum bin ich so? Warum mache ich mir immer so viel Arbeit? Ganz einfach, weil es schön aussieht. Weil es richtig, richtig schön aussieht. Das war, keine Ahnung, im Endeffekt vielleicht eine Stunde oder zwei Stunden extra. Natürlich müssen die ganzen Kabel auch wieder dran genagelt werden und so weiter und so fort. Das sieht aber auch in echt, das haben jetzt alle bestätigt, die da waren, richtig, richtig klasse aus und passt natürlich in so eine Holzwerkstatt 1A rein. Das sind, glaube ich, auch keine Fichte, sondern Kieferbalken. Wer das besser weiß, schreibt das in die Kommentare. Sieht aber geölt einfach mega aus. Natürlich mit Heliak her, Freunde, ja? Die Balken haben wir jetzt soweit fertig, abgeschliffen, einmal geölt. Wir haben auch den vermeintlichen Grund gefunden, warum es eventuell verkleidet worden ist. Während ich das gemacht habe, hat Robert, die gute Seele, da hinten einfach schon die ganzen, ich zeig's euch mal, Stöße von den Gipskartonplatten hier gespachtelt. Ja, da muss eigentlich noch Fugenband drauf und ein zweites Mal, aber da kommen auch nur Lampen drauf. Vielleicht streichen wir es auch nur. Und schuld war sowieso keiner von uns, sondern der Waschbär. Das ist der Woschi. Wir sind ja hier in Hessen. Da haben wir schon viel geschafft. Drüben, das haben wir auch noch gemacht. Da sind wir gestern mit dem Stemmhammer lang oder mit dem Bohr. Hammer oder mit einem Stemmmeißel, ihr wisst ja, was ich meine, und haben das ja auch noch rausgeholt. Das ist jetzt die Frage, wie machen wir das? Die Idee ist, eventuell ein bisschen Blitzzement zu nehmen. Das muss ja nur eben sein, das muss nicht zalten, da soll ja noch der Easy-Floor-Boden wieder drauf kommen und dann könnte das schon funktionieren. Balken soweit super. Eine Entdeckung haben wir gemacht, da sind wir uns nicht sicher, ob das so gut ist. Ich zeige euch das mal. So, dass wir hier hinter Natursteinsockel oder nicht Naturstein, einen Sandsteinsockel hatten, das war mir klar. Wir hatten aber gehofft, dass das richtig gut aussieht. Jetzt seht ihr aber hier, hoffe ich mal, dass wir hier schwarze Flecken haben. Und da sind wir uns nicht sicher, ob das Schimmel ist oder irgendwas. Und es sitzt auch relativ fest. Meine Hoffnung war, dass wir hier einfach vor diese ganze Wand drüben, wir haben hier einmal diesen ganzen Sockel hier durchgehend, USB schrauben können, die Löcher ein bisschen vergrößern, damit das hinterlüften kann. Jetzt haben wir hier aber auch einen relativ lehmigen Geruch. Und ich dachte natürlich, das kommt vom Fachwerk. Aber wenn natürlich der Stein hier hinter irgendwie nass ist, dann müssen wir sowieso einmal alles abmachen. Denn ja, hier haben wir auch überall so ein bisschen Gedöns, was da eigentlich nicht dran soll. Dass das jetzt mal so ein, zwei Tage ein bisschen austrocknen kann. Und dann werden wir das einfach mit dem ausgebauten USB aus der alten Werkstatt neu verkleiden, machen relativ viele große Lüftungsgitter. Ja, außer ich kriege noch irgendeinen Experten, der was anderes sagt. Und hoffe mal, dass das dann damit abgegolten ist und nicht weiter hier rausrieselt. Jetzt machen wir erstmal alles ab. Wir haben jetzt einiges gefunden, unter anderem Mäusespuren, einen vermeintlichen Mäusebau, Mäusekacke und eine D-Mark. Die guten alten Zeiten, Leute. Was wir auf jeden Fall gemerkt haben ist, die Luftfeuchtigkeit geht hoch. Also wir haben jetzt, es ist gerade schon wieder 1% runter, wir hatten eben knapp 70%, jetzt sind wir bei 68. Vermutung ist, der Stein atmet jetzt ein bisschen oder dünstet aus oder wie auch immer, weil die Platten weg sind. Wir sind uns trotzdem nicht ganz sicher, wie wir das Ganze handhaben sollen. Meine Idee ist jetzt, dass wir, und da kommen wir aber später noch dazu, wenn das hier alles soweit ist, hier eine Schwelle davor legen und hier hoch einfach eine komplette Ständerwand ziehen. Da haben wir natürlich ein Problem, wir sind hier in einem Fachwerkgebäude und naja, wir haben in der Decke Balken, wir haben aber auch Lehmfach dazwischen und wir haben jetzt hier auch so eine Spanplattendecke und da hält natürlich nichts. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal gucken. Wir haben es schon von oben gesehen. Hier sind irgendwo Sparren, wo ein Sparren ist und ob der eventuell irgendwo so hier runterfluchtet, dass wir hier hinkommen. Ansonsten muss ich mir irgendwas einfallen lassen, wie wir diese Ständerwand da oben festkriegen. Wir haben uns tatsächlich erstmal dazu entschlossen, so viel wie möglich von diesem leicht durchnässten Sockel, von dieser Sockelverkleidung abzunehmen, damit der Sandstein erstmal an die Luft kommt und ein bisschen atmen kann, dass wir den Staub da unten, den Dreck rauskratzen können, damit das Ganze ein bisschen zirkulieren kann, in Anführungsstrichen. So, einen wunderschönen guten Morgen. Schönen guten Montagmorgen. Einen verstrahlten Montagmorgen. Denn Lieferung vom Holz war schon da. Ich habe mal wieder vergessen, Bescheid zu sagen, dass wir den LKW mitbringen sollen. Die Wand sieht sehr, 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 sehr gut aus. Ich sage gleich mal was dazu ausführlich. Schaut mal, kann man das sehen? Wesentlich trockener ganz unten da. Da sieht man, das ist ein bisschen feucht noch. Das wird aber auch so bleiben. Das zieht einfach aus dem Erdreich nach. Da ist keine Horizontalsperre, vermuten wir. Aber hier Luftfeuchtigkeit von 70 auf unter 60%. Wo ich einfach sagen muss, super, viel, viel besser. Es riecht doch bei weitem nicht mehr so erdig, wenn man hier reinkommt, weil es jetzt einfach trocken ist. Ich habe jetzt die Heizung wieder auf normal gedreht, die Fenster sind zu. Wir werden sehen, wie sich das verhält. Jetzt haben wir erstmal was zu tun, was ich seit bestimmt 15 Jahren nicht mehr gemacht habe, und zwar Hänger fahren. Hier haben wir abgeladen. Das müssen wir dann alles noch reinschaffen. Aber vorher muss natürlich das ganze Zeug hier weg. Der Hänger ist schon beladen. Ja, das heißt, wenn wir zwei, dreimal fahren müssen. Ich bin ein bisschen durch heute. Ich weiß gar nicht, was los ist. Machen wir das erstmal. Ich nehme euch ein bisschen mit. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich alles weg habe.
jetzt kommt mein Highlight dieser Folge: Hänger fahren. Ich bin, keine Ahnung, seit 15 Jahren nicht mehr Hänger gefahren. Ihr seht schon, direkt hier mit dem Anti-Blitzer-Schutz. Ist natürlich Schwachsinn gewesen, ist ein Spaß, gell? War nicht mit Absicht. Denkt an die Ladungssicherung, ihr seht, der Spanngurt ist dran, am besten noch ein Gepäcknetz oben drüber. Aber allein schon diese Aufnahmen von der Dashcam, ich bin hin und weg, Leute, ich bin hin und weg. Es ging ja natürlich auch erstmal hin zum Schrottplatz oder beziehungsweise zur Müllabnahmestation bei uns in Marburg. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich mich fürs erste Mal seit keine Ahnung wie vielen Jahren rückwärts fahren mit dem Hänger so gut anstelle. Natürlich musste ich ein bisschen variieren, ein bisschen nachjustieren und so weiter und so fort. Aber rückwärts bis zum Container dran, direkt rein. Das hat es so erleichtert, das hätte ich niemals in den Kombi gekriegt. Und dann natürlich schön wieder zurück. Ich weiß nicht, Bilder für die Götter mit dem kleinen Fähnchen da hinten dran. Bestes Ding, kann ich nur sagen. Also hat mega viel Spaß gemacht. Und natürlich auch rückwärts in die Einfahrt wieder rein. Hier galant wie so eine Raubkatze, gell? Nur ganz wenig nachjustiert. Also ernsthaft, dafür, dass ich nie Hänger gefahren bin, war das doch gut, oder? Schreibt's in die Kommentare. So, ich bin jetzt wieder da. Hängerfahren war definitiv ein Erlebnis, vor allem rückwärts, aber es ging besser als gedacht. Kurz mal hier ein bisschen Klartext zum Thema Wand. So, vorneweg vielen Dank an euch. Ihr habt mir bei Instagram und bei WhatsApp ganz, ganz viele Nachrichten zum Thema hier Naturstein und Feucht und sowas geschrieben. Ganz viel Fachwissen dabei. Ich habe ein bisschen gegoogelt. Diese dunklen Verfärbungen, das ist eine mineralogische Geschichte. Das ist auf jeden Fall kein Schimmel. Es riecht hier auch nicht schimmelig. Der Schimmel braucht wohl auch Sonnenlicht, um zu wachsen, und da ist definitiv keins dran gekommen. Also da kriegen die Bananen hinten in meinem Kühlschrank, die ich nie esse, mehr Sonnenlicht als der Stein hier. Trotzdem ist es so, dass grundsätzlich nasser Stein nicht unbedingt gut ist. Jetzt haben wir hier die Historie von dem Gebäude. Das wurde ca. 1900 irgendwas gebaut. Und der Sockel, der hat keine Horizontalsperre nach unten. Was bedeutet das? Ihr seht, hier ist so eine Art Dachpappe. Das könnte sogar eine richtige Dachpappe sein. Das ist eine Horizontalsperre oder eine Art Horizontalsperre. Die Feuchtigkeit, die vom Stein hochkommt, hier stoppt, sodass die nicht in das Fachwerk reingeht. Normalerweise gibt es das hier unten auch, und wenn man es jetzt neuer machen würde, auch nochmal irgendwie nach der ersten oder zweiten Reihe Steine. So oder so ähnlich. Und das soll eben verhindern, dass Feuchtigkeit, die vom Erdreich aufsteigt, bis in das Mauerwerk hoch kann. Hier wurde es entweder nicht gemacht oder das Ganze ist einfach schon durchgegammelt. Der Sockel, das ist jetzt meine Interpretation, steht auf der Erde und zieht Feuchtigkeit. Und das wird er immer weiter tun. Das lässt sich auch nicht verhindern. Jetzt kommen wir zu dem Punkt. Außer man zieht hier eine Horizontalsperre ein. Das Problem ist, wenn man das nachträglich macht, ist es sehr, sehr schwer, das selber zu machen. Das machen dann eigentlich Fachfirmen. Und das bedeutet, ein riesengroßer zeitlicher Aufwand, ein riesengroßer terminlicher Aufwand und natürlich auch Kostenfaktor Geld. Das Perfide an der Sache ist, die Feuchtigkeit, mir ist das Licht ausgegangen, egal. Die Feuchtigkeit, die drückt ja trotzdem noch nach von unten. Das heißt, es geht dann halt bis zu der Horizontalsperre da unten, das ist trotzdem feucht. Das werden wir also nie hundertprozentig rausbekommen. Jetzt können wir aber endlich anfangen, endlich nach der ganzen Vorarbeit, hier mal eine Ständerwand zu ziehen. Ich habe mir den Laser jetzt hier soweit schon mal ausgerichtet, damit der mir hier eine Außenkante anzeigt, wo ich die Schwelle gleich hinlegen kann. Denn ich habe mir das so hier ausgemessen und auch in der Decke schon soweit vorbereitet, dass ich mir da zwei Ausschnitte gemacht habe und die Konterlattung gefunden habe, wo die Gipskartonplatten oben dran gemacht wurden. Und damit haben wir jetzt technisch die Möglichkeit, das möchte ich mal probieren, wie die Amerikaner zu bauen. Und zwar werde ich die ganze Wand versuchen hier zu konstruieren, liegend, dann aufstellen, oben verschrauben und unten setzen wir Schlagdübel. 5 Meter, Leute, 5 Meter. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. So. Zu meinem Leidwesen muss ich gestehen, dass ich an dieser Stelle ehrlicherweise noch kaum Motivation verspürt habe, denn ich hatte einfach die Nase voll vom letzten Mal Ständerwände stellen in der alten Werkstatt. Beziehungsweise ich wusste ja, dass wir die auch wieder rausholen mussten. Wo ich die Dinger schon gesehen habe, dachte ich mir, och nö, können wir nicht mal was Schönes machen wie Möbel bauen? Eigentlich möchte ich doch nur Möbel bauen. Und dann war das auch direkt so eine 5-Meter-Wand und ich habe mich wirklich schwer getan. Es war auch Anfang der Woche. Irgendwie bin ich da nicht so richtig reingekommen und habe wesentlich länger gebraucht, als ich eigentlich wollte. Es funktioniert ja, es ist ja kein Hexenwerk, da so ein paar Dinger zusammenzuschrauben, ja, ein bisschen Maurerdekolleté noch zu zeigen da hinten, habt aber nicht gesehen, weil der Schlüppi schwarz war, gell? Aber irgendwie wollte es dann nicht so richtig, wie ich wollte. Und hätte ich gewusst, dass das Ganze noch richtig schlimm und umständlich wird, hätte ich wahrscheinlich da schon alles weggeworfen. Aber Gott sei Dank habe ich keine Glaskugel und heiß auch nicht Nostradamus, gell? So, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Ich fand's nicht so viel geiler, als es Stück für Stück zu machen irgendwie.
Das ist einfacher, man kann von oben und unten schrauben, man muss da nicht diagonal, aber... Ah, und wackelig wie ein Kuhschwanz, das Ding. Aber so ein kräftiger junger Mann, wie ich es bin, der schafft das natürlich. So, ich habe das jetzt hier so weit hingestellt. Ich kann es nicht ganz ausrichten, weil das in sich auf die Länge einfach nicht formstabil ist. Man sieht auch, das kippt, aber das, spätestens wenn wir das festgeschraubt haben, passt das. Ich habe mir den Laser jetzt hier so ausgerichtet, dass der mir sowohl hier unten als auch hier oben bündig mit dem, mit der Lattung, mit dem Kantholz hier die Außenkante meines Rahmens oder meiner Ständerwand hier anzeigt. Und da sollte ich in der Lage sein, überall unten erstmal ganz vorsichtig einen Schlagdübel zu setzen und dann oben das Ganze ins Wasser zu bringen, hier auszurichten und festzuschrauben. In der Theorie sollte das funktionieren. Wir gucken, ob das in der Praxis genauso tauglich ist. Endlich, Leute, ist es mal wieder soweit. Und zwar ins Ständetal. Hat hier ziemlich gut funktioniert mit den Schlagdübeln. Robert ist jetzt auch da. Robert ist mein Vermieter. Habt ihr vielleicht schon gesehen? Kannst mal winken, Robert. Der hilft mir jetzt, dass wir das ins Lot bringen, also ins Wasser. Ihr wisst, was ich meine. Problem ist, ich wollte das mit den Justitec-Schrauben machen. Justitec sind die zum Einstellen. Problem ist, die sind zu kurz. Die werden nicht hier oben reinkommen. Die werden stecken bleiben. Die anderen, die ich habe, die sind viel zu lang. Da kommen wir genau mit dem Mittelschaft, wo eben kein Gewinde und keine Rippen sind, da rein. Und deswegen haben wir jetzt ein bisschen rumüberlegt und wir werden jetzt die Konstrukte nehmen. Ja, die sind natürlich absolut überdimensioniert, da kommen wir oben raus, aber es muss ja irgendwie halten. Naja, bitte. Das ist fest. Das ist bombenfest. Mutig? Hätte ich nicht gemacht, aber gut, es hält. So, ich bin ein ordentliches Stückchen weiter. Ich habe vielleicht auch nicht ganz fachmännisch diese ganzen Rinnen im Boden, die wir rausgestemmt haben, heute mit so einem Reparaturmörtel komplett gefüllt, vorher feucht gemacht, schön rein, dann nochmal geschwemmt und so weiter und so fort. Ist jetzt eine ebene Fläche, passt, trocknet gerade, sieht ganz gut aus. Dann habe ich da drüben mit sehr wenig Motivation und sehr, naja, nicht so tollem Equipment die Decke noch gestrichen, hat ein bisschen getropft, aber das ist jetzt auch weiß genug, denn so wie es jetzt aussieht, kommen diese Woche noch die LED-Panels. Und das heißt, wenn ihr am Wochenende kommt, also wenn ihr das Video seht, dann seid ihr da. Versteht, was ich meine? Und dann könnten wir die eventuell schon anschrauben. Wir haben gesagt, wir machen das alles krumm und schief da oben. Und wenn wir ein paar mehr Hände haben, ist das wesentlich entspannter. Zweite Ständerwand oder zweites Segment habe ich auch schon gesetzt, wieder American Style. Muss ich ehrlich sagen, bei der Größe, das waren jetzt so 2,5 Meter, ich würde sagen bis zu 3 Meter. Vielleicht sogar 4 ist das entspannt. Also diese 5 Meter auf einmal, die waren ein bisschen lästig. Einfach weil das Ding sich in sich selber so verwindet hat über die Länge, über die Fläche. Die Wand ist jetzt etwas komplizierter. Junge, 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 diese Wand hier ist haarsträubend, die ist richtig, richtig haarsträubend. Denn ich habe da oben nichts, wo ich reinschrauben kann. Das heißt, ich kriege das nicht so einfach zum Halten. Das war hier wesentlich einfacher, weil wir diese Konterlattung da oben hatten. Ja, deswegen so ein paar Vollgewindeschrauben durchhält. Hier kämpfe ich einmal gegen das krumme Holz. Die sind wirklich nicht gerade, die Dinger. Das ist eine Katastrophe. Und um das halbwegs hier und natürlich auch, sieht man das, hier ins Wasser zu kriegen, musste hier so ein Stützteil einziehen. Da habe ich den Balken freigelegt hinter der Gipskartonwand und nur so funktioniert das. Und das sind jetzt hier meine Referenzen, an denen kann ich mich ein bisschen orientieren und den Rest ausrichten. Das ist ja hier wirklich, also kriminell ist noch nett ausgedrückt, ne? So, wenn ausgebrannte Motivation auf schlechtes Werkzeug trifft, hier war ich an dem Punkt, wo ich am liebsten alles einfach nur noch angezündet hätte. Hä? Ah, weißt du was, leck mich doch. Irgendeine dieser 50 Wasserwagen ist kaputt hier. Deswegen ist das auch so schief geworden. So eine Scheiße, ey. Ehrlich. Fertig. Ich glaube, von Weitem sieht es einigermaßen gerade aus. Computer sagt nein. So ein Gewürge. Aber die Wand steht.
Jesus Christus, ey, ernsthaft. So ein Mist aber auch. Kein Bock mehr jetzt. Mal Feierabend. Bis morgen. Ich habe mich wieder abgeregt. Wir haben gestern noch mal richtig rangeklotzt. Diese ganze Wand hier gestellt mit den Justitec-Schrauben. Wenn sie greifen, wenn man genug Fleisch hat, ist das das Beste, was du machen kannst. Denn schaut mal. Seht ihr das hier? Passt meine Hand dazwischen. Und so weit Abstand mussten wir hier erzeugen, damit wir vom Sockel bis da hoch wirklich im Wasser sind. Das kannst du mit diesen Schrauben eben wunderbar machen. Du schraubst sie einmal richtig rein, du musst sie richtig anballern und dann kannst du eben mit der Wasserwaage das Ganze wieder ein Stück raus oder reinstellen. Ja, ist auch fest. Also hier bewegt sich auch nichts. Das ist halt richtig geil. Die LED-Panels sind gekommen, stehen da hinten. Danke auch nochmal an LuxLight. Ging jetzt wirklich richtig, richtig zügig. Das ist die Premium-Line, verbrauchen nur 22 Watt anstatt 40. Also eine Sache habe ich noch entdeckt, die muss ich euch noch zeigen. Da bin ich sehr gespannt, wie wir das dann lösen letztlich. Das wird sehr, sehr spannend. Seht ihr das? Ja? Das müssen wir unbedingt im nächsten Video in den Griff kriegen. Ich räume jetzt hier noch auf, mache ein paar Vorbereitungen, denn in ein paar Stunden kommen schon Martin Klein, Philipp Konter, einige Zuschauer von euch, Freunde. Und wenn alles klappt, bauen wir in 24 Stunden diese Werkstatt so weit aus wie möglich. Wenn euch das interessiert, schaltet ein, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.